Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hirscher und ich treffe mich hier mit KünstlerInnen, UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Und nun zu meinem heutigen Gast. Ich habe am Montag Sarah Kuttner interviewt. Und das Lustige war, dass wir leider off record danach erst darüber gesprochen haben, wie alt wir uns fühlen. Mhm. Also, dass wir so... Sind wir jetzt eigentlich schon on record? Ja. Wir sind jetzt on record. Okay, cool, ja, ich hab, gut, dann mache ich jetzt meine Radio-Stimme. Achso, du hast eine sehr schöne... Sind wir schon on record? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich stehe hier natürlich noch so ein bisschen... Wir sind on record. Wir sind on record, aber die Stimme überpegelt hier total. Also jedenfalls habt ihr dann off record darüber geredet? Wie, das ist über unser Alltag gesprochen. Und das bringst du jetzt gerade aber bei uns on record, das finde ich toll. Ja, ich habe gedacht, das ist doch eigentlich, du wirst wahrscheinlich der nächste Podcast sein, also kann man das doch da weiterführen. Und die Sachen, die ich dir quasi zwischendurch off record erzähle, kommen dann in den Podcast mit Aki Bosse nächste genau, Woche wahrscheinlich. Genau, den habe ich schon interviewt. Achso, Entschuldigung, sonst weiß ich natürlich. Ich rede dann einfach mit Tim Melzer über Pferde. Ja, genau. Pferde, wieso? Das hatte mit mir doch gar nichts zu tun. Also was habt ihr geredet, wie alt ihr euch fühlt? Ja, und ich habe mich gefragt, wie alt du dich fühlst. Ich fühle mich wirklich exakt so alt, wie ich bin, glaube ich. Also ich habe, also das klingt jetzt so, es ist natürlich ein... Machst du gerade so geile, das ist so ganz toll, liebe Zuschauer, Zuschauer, wir sind neben Fernsehen, ne? Zuhörer, ja. Die jetzt nicht sehen können, ist, dass der Matze mir im Hintergrund hier so Hundeschulzeichen macht von Höpp, wenn er meint, das Mikro ist zu weit unten oder so, das ist sehr gut. Also ich habe so das Gefühl, dass ich auf jeden Fall in meinem Leben jetzt nicht, dass ich nicht geschlafen habe, so in dem Sinne von, ach Gott, jetzt ist jetzt hier bald schon was, sind wir schon bei 38 jetzt bald oder so, wo ist denn die Zeit hin? Das habe ich nicht. Es gibt so Momente der Melancholie, wo ich denke, oh Gott, wie die Zeit verfliegt. Und dann merke ich aber immer, dann ist es eine Frage des Draufguckens, wie ich, was ich mir, also wenn ich kann jetzt sagen, okay, oh Gott, jetzt ist schon wieder Silvester, ja, letztes Jahr, mein Gott, wo ist das Jahr hin? Und wenn ich dann aber anfange, das Jahr durchzugehen, ende ich meistens mit, wie, das waren nicht 17 Jahre, so. Also ich finde, das ist immer so eine Frage von sich auch disziplinieren, wie man drauf guckt. Und deswegen habe ich aber eigentlich total das Gefühl, ich bin einfach genau die 37, ein Dreivierteljahre alt, die ich bin, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, ich war schon ordentlich mit dabei, so. Und hast du, gab es irgendwann so einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt, oder wo du verstanden hast, ich bin jetzt eine Frau? Ja, also ich habe auch gerade gemerkt, als. Ich bin keine Frau, Matze. Warte mal. Meinst du es tatsächlich im sexuellen Identitätsbereich oder meinst du im Sinne von, ich bin jetzt erwachsen? Ich fühle mich jetzt erwachsen. Da warte ich noch drauf. Das sagte neulich eine befreundete Neunjährige. Es wäre aber auch gut, wenn es jetzt im sexuellen Sinn gewesen wäre. Ja, also mit neun. Also eigentlich so. Ja, weil eine Neunjährige sagte neulich zu mir, als es um eine Kinderfeier ging in unserem Umfeld, sagte die so, ja, wir machen da jetzt so eine Dance-Party. Und so habe ich gesagt, ja cool, dann macht ihr mal, dann kannst du ja vorbeikommen dann da in unser Zimmer. Und dann habe ich gesagt, aber ich bin, das ist doch mal cool, wenn ihr auch ohne Erwachsene feiert. Dann guckt die mich wirklich völlig ratlos an und sagt, ah, Nora, du bist noch nicht erwachsen. Da habe ich eigentlich gedacht, oh, okay. Das ist jetzt, sollte mir das jetzt zu denken geben oder feiere ich es jetzt einfach? Doch ich würde schon, das finde ich, kommt ja so mit in Fragmenten. Ne? Also ich finde, an manchen Punkten fühle ich mich extrem erwachsen. Wenn es zum Beispiel um meinen Beruf zum Beispiel geht, habe ich schon das totale Gefühl von einer absoluten Erfahrung und von einer Selbstsicherheit und auch im Prinzip von einer Entspanntheit, die so ein bisschen ist, okay, ich habe jetzt eigentlich schon so viel gesehen, jetzt muss man nicht so aufgeregt mehr sein wegen, also aufgeregt bin ich sehr gerne wegen Inhalten, aber so wegen, der und der hat angerufen, ich könnte vielleicht mit dem und dem arbeiten oder die und die machen jetzt Druck, wir werden alle sterben, so, sondern dass man so denkt, so, ja, jetzt, ne, da merke ich das total. Und an anderen Punkten, so im Zwischenmenschlichen, würde ich auch sagen, dass ich da auf jeden Fall sehr reif bin, so. Und dann ist dieses, und doch auch erwachsen, ich würde schon sagen, dass ich mich zum Beispiel in zwischenmenschlichen Beziehungen
nicht immer schaffe, komplett erwachsen zu verhalten, aber auf jeden Fall eine Tendenz habe oder ganz klar weiß, wie man sich erwachsen verhält und dass mir auch ganz wichtig ist, dahin zu kommen, dass man, also weiß ich nicht, Schuldzuweisungen, destruktiv und sowas, dass man das destruktiv zu reden mit Leuten, dass man das vermeidet, dass man eine Verantwortung übernimmt. Also Verantwortung hat für mich auch ganz viel mit Erwachsensein zu tun und ich liebe Verantwortung. Also ich kann auch das gar nicht mein Leben gestalten, ohne auch in meine Eigenverantwortung zu gehen, aber auch mich mittlerweile gut abgrenzen zu können von Sachen, die eben nicht meine Verantwortung sind und so. Also ich würde schon sagen, dass ich mich sehr erwachsen fühle, aber sehr, also ich habe es, glaube ich, für mich ganz gut gemischt. Mhm. Weil ich habe irgendwann mal gehört, das ist voll der gute Trick. Deswegen, glaube ich, fühlt sich das auch so an, dass ich so happy bin mit meinem Alter und das, glaube ich, auch mal sein werde, dass die Kindheit sich deswegen so lange anfühlt, weil immer was Neues passiert. Also das ist, man hat ja dieses Gefühl, diese Kindheit, das zieht sich 100 Jahre und danach taktet sich so schnell. Wenn du aber danach schaffst, und das können so Kleinigkeiten sein, also das kann schon sein, du setzt dich an deinem Tisch immer mal an einen neuen Stuhl oder so. Mhm. Das suggeriert dem Gehirn, dass die Tage wahnsinnig lang sind. Ne? Ach so, dass du sozusagen, du hast so eine krasse Ereignisdichte, dass genau. Immer mehr passiert sozusagen und dadurch... Dadurch hast du nicht das Gefühl von, oh Gott, also ich habe das, kenne ich manchmal, wenn du so in so Routinen drin bist, die dann sehr gleichförmig sind, was wir am Set ja aber zum Beispiel auch nicht haben. Ne? Da ist ja auch jeder Tag anders. Du hast jeden Tag eine neue Abholungszeit, du hast jeden Tag was anderes, was du... Also was du irgendwie bespaßen musst, da ist das eh schon sehr, sehr gegeben. Aber auch ansonsten an Punkten, also ich glaube, in einem Studium hatte ich das noch am ehesten, dass plötzlich so eine Routine reinkam, wo ich so dachte, boah, das flutscht mir jetzt ein bisschen weg. Das halbe Jahr, was ich da mir jetzt mal in meiner Biografie genommen habe, um auch zu studieren. Und da kam es dann wiederum aber durch die ganzen Sachen, die neu waren, ja, in meinem Leben und auch die Leute und so. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Trick, wenn man versucht, ab und zu die Routine, die ja sehr, sehr heilsam auch ist, andererseits, aber so ein bisschen zu durchbrechen, dann wirken die Tage voller und länger. Und dann kommt man, glaube ich, nicht in dieses... Huch, schon wieder Weihnachten-Ding so doll rein. Aber du bist eigentlich, also zumindest... Ihre kleine Lebensberaterin Nora Tschömer. Heute, aber, wir strecken Tage, aber zumindest von mir sozusagen Prenzlauer Berg auf, nach Pankow guckend, wirkst du schon sehr beständig. Eigentlich so mit ja. Den, also ne, du bist da aufgewachsen auch in Pankow und, mhm. und sind dein Umfeld, ob das jetzt Christian ist, mit dem du schon wahnsinnig lange zusammen bist, die Leute, die wir so gemeinsam teilweise zusammen bist, kennen. Können wir das kurz nochmal, die Leute denken ja wirklich immer, wir sind zusammen, wir müssen das sehr, sehr, also zusammenarbeitest, müssen wir wirklich sagen, weil ja. Das sehr irritierend ist. Ich bin nicht mit Christian Ulm zusammen. Schade. Ich bin mit Colleen Fernandez-Heim. Ulmen Fernandez. Aber seitdem ihr sozusagen, also ihr dreht lange schon zusammen, ja. Das meinte ich und das wirkt schon dann eher beständig eigentlich, was du, also. Ja, aber ich meine letztendlich, klar, es ist eine Beständigkeit in dem Bekenntnis zu bestimmten Beziehungen, Orten und so, ja. Aber wenn eine Beziehung toll ist, dann schläft die ja nicht ein. Also eine Freundschaft findet man ja nicht deswegen super, weil man sich nebeneinander hinsetzen kann und einfach 18 Tage hintereinander schweigt. Also es ist super, wenn das geht, klar, weiß man auch. Aber eigentlich hat man sich ja dann meistens zum Beispiel was zu sagen. Dann, ja. Ne? Oder also das ist ja das letztendlich was wenn man jemanden gefunden hat oder irgendeine Sache gefunden hat, die eben so eine Person, die so zum Beispiel eigenverantwortlich mit sich auch umgeht, dass sie sich auch nicht ausruht in so einer Beziehung, ohne dass dieses sich nicht ausruhen gleich wieder so ein Arbeitsauftrag, das ist ja auch immer fürchterlich, ne? Ja. Dieses man darf nicht bequem werden in der Beziehung und so. Date Night. Ja, nichts gegen Date Night, aber das Ding ist halt, natürlich darf man nicht bequem werden in der Beziehung, weil sonst wird das wahrscheinlich nichts, nur es wäre halt toll, wenn man es auch jemanden hat, mit dem man auch nicht bequem werden möchte. Es kann nicht immer so ein Auftrag sein, dass man morgens aufsteht und sagt, jetzt bloß nicht bequem werden, sondern im besten Fall ist das ja, wie ein Kind aufsteht und sagt, ein neuer Tag, jetzt, was ist wohl heute wieder los? So. Und so ist das natürlich mit Christian auch. Christian ist einfach ein Typ, der immer, sag ich mal, hungrig bleibt mit Inhalten. Und deswegen macht das einfach Spaß. Und deswegen wüsste ich jetzt auch nicht, wann das aufhören sollte, Spaß zu machen, außer einer von uns beiden. Ja, sagt ihm, ich habe jetzt keine Lust mehr, Geschichten zu erzählen oder sonst irgendwas. Aber dann hätten wir uns, glaube ich, im Leben immer noch genug zu sagen. Ich meine, das sind natürlich auch nicht nur auf Christian, sondern genau, allgemein. Genau, insgesamt, ja. Und solange sich was für mich erzählt, also ich meine, für mich erzählen sich ja auch
8 Staffeln Game of Thrones, weißt du? Mhm. So, also solange mein inneres Netflix quasi spannend und mit guten Autoren bestückt ist, erzählt sich das auch nicht aus. Ja. Da ist ja so ein Ort, also wie so ein Stadtbezirk, da kannst du ja 4 Lebenszeiten drin verbringen, ohne dass es langweilig wird. Es wird halt langweilig, wenn du jeden Tag den gleichen, ne, also immer das gleiche machst. Aber wenn du so da offen bist, dann ist das ja, kann man auf einem relativ geringen Feld ziemlich viel spannende Sachen dauernd erleben, finde ich. Musst du das so, also ich habe das mal gelesen oder irgendwo gehört, dass du, aber es ist auch schon Ewigkeiten her, dass du so einen Kalender hattest mit verschiedenen Farben, wo du irgendwie, was ist Beruf, was ist privat und dadurch an diesen Farben erkennen konntest, arbeite ich jetzt gerade zu viel oder zu wenig. Machst du sowas noch? Nee, es ist eigentlich deine Aufgabe, Matze, aber ich muss hier gerade hier klingeln, nehme ich Sachen auf dem Tisch, wenn wir uns bewegen. Genau. Darf ich dir etwas zu trinken anbieten, liebe Nora? Ja, warum eigentlich nicht? Ach Mensch, das so ein Wässerchen, da sage ich nicht nein. Das würde ich doch gerne mal machen. Ich hatte das total, aber ich glaube, das ist mit solchen Sachen dann oft so, wenn du das eine Weile machst, geht es dir so in Fleisch und Blut über, dass du es dann eigentlich auch nicht mehr machen musst. Also ich habe ein totales Gespür dafür mittlerweile entwickelt, wie mein Jahr aussieht und wann was zu viel wird, wie viel Puffer ich auch brauche. Also ich tappe nicht mehr in diese Falle von, ach cool, 2 Monate Dreh, brutto gleich netto, zeitmäßig, sondern ich weiß, okay, wie viel da vorne für mich innerlich auch mit drin hängt. Ja, gar nicht nur, ich muss zu Proben gehen, sondern wie viel beschäftige ich mich, wie viel fängt das ab dem Moment, wo ich weiß, dass ich ein Projekt habe, an von meiner Zeit zu beanspruchen, weil mir das im System umgeht, ja. Wie viel Kraft zapft das, wie viel Kraft gibt das und so. Dafür habe ich, jetzt mittlerweile brauche ich den Kalender nicht mehr so, ne, dass ich mir das anstreiche. Und ich habe es einfach auch geschafft, das so zu verweben letztendlich, dass sich das sowieso alles irgendwie qualitativ gleich anfühlt. Also es ist jetzt, es ist so, dass wenn ich jetzt, weiß nicht, gut gegen Nordwind zum Beispiel letztes Jahr gedreht habe, das ist einfach fantastisch verbrachte Lebenszeit. Also dann fühlt sich das sozusagen nicht wie Arbeit 0 an, okay? Das fühlt sich aber auch schon ganz lange nicht mehr. Ich glaube, dass ich damals versucht habe, wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, damit hinzukriegen ist, was aber trotzdem passiert in der Zeit, ist, dass du bestimmte Beziehungen nicht mehr leben kannst in der Zeit. Also wenn ich in Köln stehe am Set von Gut gegen Nordwind, kann ich nicht gleichzeitig in Berlin an meinem Set, bei meinen Freunden, bei meiner Familie sein. So, das ist, glaube ich, das Ding. Also es hat sich für mich meinen Beruf noch nie oder ganz in einer ganz, ganz geringen Prozentsatz an Zahl angefühlt wie Arbeit. Am ehesten würde ich noch sagen, bei öffentlichen Auftritten und bei Presseterminen oder so. Also jetzt nicht bei sowas hier, da bin ich jetzt auch, mir geht's gut, keine Angst. aber sage ich mal, wo so ein bestimmtes Adrenalin-Level dann drin ist, das kann ich gut machen, aber da habe ich früh gelernt, das nicht so oft zu machen, weil ich da nicht eine Erfüllung habe, die ich habe, wenn ich an einem Set einen Tag verbracht habe. Und so ein guter Tag, finde ich, muss sich im besten Fall immer irgendwie anfühlen, als wäre man Skilaufen gewesen und fällt mit der Müdigkeit ins Bett so von, oh ja, so, das war, ne, das muss nicht so anstrengend sein, das kann auch nur mal eine Schneewanderung sein oder Tag am See. Aber das habe ich in meiner Arbeit schon auch total. Nicht immer, aber meistens allein schon durch die Begegnungen sehr, ne? Aber ich habe das Gefühl auch, ne, so, das ist ja das Schöne aus der Entfernung, aber jetzt dann auch nochmal nachfragend, dass das bei dir schon irgendwie immer so war. Auch, ne? Dieses so ein. Überhaupt nicht. Nee? Ich habe einen Burnout gehabt, ne? Also ich habe jetzt hier Enthüllung beim Mitvergnügen. Dim, dim, dim. Ja, ja, ich war so ein. Ich musste das richtig krass lernen. Deswegen aber wann bin ich. War das? Das ist jetzt so 2 Wochen her. Ja, läuft gut. Ich bin draußen, habe mein Sani noch stehen. Nee, das ist jetzt, oh Gott, wie lange ist denn das her? Bestimmt 10 Jahre oder so. Aber das ist, ich bin da vollkommen in die Falle getappt. Also wirklich? Ja, absolut. Also diese ganzen Sachen, also warum zum Beispiel ich bei Embrace mich so einsetze oder ich glaube, was mich daran berührt, sind für mich eben nicht in erster Linie diese, wie komme ich mit meinem Körper klar Sachen, sondern weil das natürlich ein Teil einer Medaille ist und deswegen funktioniert es für mich auch für Frauen und für Männer, dass du dich einfach vergaloppierst, weil du denkst, du musst irgendwas abliefern und du keine Rücksprache mehr hältst innerlich mit dem, was du eigentlich brauchst mit deinen Bedürfnissen und so. Und das war bei mir total so. Ich musste richtig ganz, ganz doll von der Pike auf lernen, mich nicht zu übernehmen. Ob das war, ob das war einfach
ich habe so komplett arbeitsmäßig die Kerze von beiden Seiten abgebrannt. Und ob das das ist, ob das ist, für Leute da zu sein, also so Selbstfürsorge einfach, ne, das ging überhaupt nicht bei mir. Also und ich habe es jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren drauf, dass ich mal hinkriege, dass wenn ich krank bin, sich jemand um mich kümmert. Das wäre für mich, also normalerweise hätte ich einfach gearbeitet. Also ich habe mit Fieber an irgendwelchen Sets gestanden, bei Schnee in so einem Kleidchen und fand das irgendwie, der geht ja nicht an, man kann ja nicht. Es gibt's ja auch in dem Business kaum. Also weil du weißt, der Dreh steht, wenn du nicht da bist meistens. Ne? Also ich hatte das irgendwann mal so ein Gespräch mit einer ziemlich heftigen Phase, wo es mir echt auch nicht gut ging, habe ich mal mit so einer Psychologin darüber gesprochen, wo ich dann sagte, okay, da ist jetzt die und die, diese Premiere von diesem Film und mir geht's eigentlich so schlecht, ich kann da eigentlich nicht hingehen. Und sie sagte nur so, ja, aber Frau Schöner, dann sagen Sie das doch mal ab und gucken Sie mal, was passiert. So. Und ich so, okay, puh. Hab das so abgesagt und fühlte sich total gut an. Und ich kam wieder und sagte so, das war so eine 2000-Mann-Veranstaltung. Und ich habe das dann halt irgendwie so 3 Wochen vorher abgesagt. Und ich sag's, oder eine Woche vorher oder sowas. Und ich sag so, ja, ich habe das jetzt gemacht. Und sie so, und? Und ich so, ja, die haben das jetzt abgesagt. Und da ist mir fast vom Stuhl gefallen. Ich meinte, was? Ich so, ja, die haben jetzt die Veranstaltung komplett abgesagt, weil wenn ich da nicht hinkomme, dann bringt das irgendwie nichts. Und so meinte sie so, oh Gott, man sagt das den Leuten immer so, da passiert ja gar nichts, aber bei ihnen passiert ja wirklich voll viel. Und das Lustige war aber, dass ich so dachte, nö, aber eigentlich passiert doch jetzt auch nicht viel. Jetzt machen die Leute halt an dem Abend was anderes. Ja. Und irgendwie kann das auch, hätte das jetzt nicht zu dem Preis stattfinden können, dass ich mich total quäle und dass es eigentlich überhaupt nicht geht und so. Und das war aber so schön, weil das so die Wahrheit von beiden Aspekten war. So, ja, es passiert in Zahlen jetzt schon viel. 2000 Leute hat. Ja, mein Gott, aber es ist jetzt nicht so, als ob die irgendwie ihr Erstgeborenes nicht halten dürfen nach einer Geburt oder so. Sondern ich meine, die konnten halt einfach nicht zu einer Filmpremiere von einem Film, von dem sie noch nicht mal wussten, ob sie den super fanden. Spoiler Alert, der war auch nicht so super. Aber mein Gott, ja, also worüber reden wir denn? Das ist jetzt irgendwie, ob man jetzt zu einem Sektempfang nicht geht oder nicht. So. Und das ist aber eine ganz, ganz, ganz harte Schule für mich und auch echt ein einsamer, ich meine, so eine Prozesse sind ja immer einsam. Ja, ich meine jetzt nicht, dass ich während der Zeit keine Freunde hatte, aber diese Karten muss sich ja auch jeder selber legen. Ne? Und deswegen, glaube ich, sieht das bei mir jetzt mittlerweile so aus. Und ich hatte da vielleicht auch ganz gute Anlagen oder wenigstens so einen Kompass von das und das will ich auf jeden Fall nicht oder das und das könnte ich körperlich gar nicht aushalten. Ja. Das war immer eine inhaltliche Sache. Da hatte ich immer so eine, ich kann da nicht mehr sprechen. Das ist total lustig. Also wenn ich gezwungen werde, im Synchron Bullshit-Übersetzung zu machen, kriege ich kein Wort raus. Selbst wenn weil du voll bist. Ja, weil mein Körper sich weigert, zu arbeiten. Sachen zu erzählen, an die ich nicht glaube. Das ist wirklich lustig. Das ist halt eine total gute. Und das war damals dann so? Das war schon ganz früh so. Also ich bin ja auch mal kurz von MTV weggegangen, als wir da eine Atmosphäre von Angst hatten, wo es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat zu arbeiten. Und da kann ich mich, also dieses alte Heinz Wäscher aus Kein Pardon-Ding, so dieses, ich kann so nicht arbeiten. Das hatte ich total im Sinne von, wenn da jetzt Redakteure sitzen, die die ganze Zeit nur denken, oh Gott, wir müssen jetzt hier und wir müssen das so und so machen. Und das aber auch so virtueller Quatsch. Also weißt du, so kennst du keinen Pardon von Heinz Wäscher? Von Rappe. Das ist für mich, und ich glaube, das betrifft ganz viele Leute in unserer Generation, in diesem Business, ja einer der wichtigsten Leitfäden gewesen. Ich glaube, also ich würde mal behaupten, also Klaas hat den 1000%, ja, kann den auswendig. 100%. Jan kann den auswendig. Auch. Und du siehst, dass wir alle immer diesen inneren, also wir haben, das ist total genial, weil wir dieses innere Korrektiv haben von, das darf niemals so weit gehen, dass man Maren Kräumann ist, die da sitzt und sagt, der Hase kommt seit 20 Jahren nach dem zweiten Refrain. Und es ist alles Wahnsinn, was wir hier machen. Und natürlich passiert das. Also natürlich gibt es ja diesen Film und deswegen ist er auch immer noch so aktuell. Deswegen, weil Menschen auch so sind, ne, dass die in diese Systemfallen tappen. Aber ich glaube, wenn man das einmal so gesehen hat wie da und es wurde nie vorher oder besser, hinterher wieder besser gemacht, hast du immer so in solchen Situationen der Absurdität so einen kleinen Draufblick von der hilft von dann sozusagen. Der Wäscher-Moment. Und das war bei MTV zum Beispiel total so, wo du dann Diskussionen irgendwann an einem bestimmten Punkt hattest. Ich glaube, da kam Viva auf den Markt und plötzlich kriegten die so Stress, ne? Und dann standen wir da und ich habe dann bei einer Schatzshow, bei einer Moderation über Blur, statt 1,5 Minuten Moderation
eine Minute 45 gemacht, weil ich froh war, dass mir überhaupt noch was einfiel und ich nicht wieder, hey, so. Und dann saß einfach angsterfüllt diese Redakteurin da. Und die ich aber total mochte eigentlich, ja, aber die mittlerweile alle schon so eingesackt waren von diesem System und sagte so zu mir, völlig stressig im Kopf, so legt sie sich jetzt lieber mit mir an oder legt sich lieber mit dem Chef an und war beides jetzt nicht so gut für sie und sagt dann, obwohl ich, ne, also ich war halt meinungsstark, aber ich bin ja kein Arsch eigentlich. Und dann sagte sie so, na gut, dann ist das jetzt deine. Ich so dachte, warte mal ganz kurz, was? Wir reden über eine Sendung, in der wir hin und her schneiden können, wie wir wollen. Es ist total egal, wir spielen die Lieder mal 30 Sekunden, mal 3, es ist total egal. Und das ist jetzt schon für dich das Gefühl von, oh mein Gott, was hier los ist. Und dann bin ich, weiß ich noch genau, nach der Sendung ganz ruhig zu unserem Chef gegangen, den ich ja auch mochte und so, und habe gesagt, du, ich kann es nicht. Ich kenne es nicht, weil es macht keinen Spaß. Ich moderiere nicht für die Leute, die draußen gucken. Ich moderiere für die 4 Leute in dem Raum. Weil alles andere ist mir zu abstrakt. Wenn wir da keinen Spaß drin haben, macht es keinen Sinn für mich. Also es ist gar nicht bockig gemeint, ja. Aber ich kann es nicht. Also weil ich erzähle auch keinen Witz in der Familienrunde, wenn alle gerade auf einer Beerdigung sitzen und das nicht angebracht ist. Also wenn, die Amis sagen ja so geil, gerade den kreativen Bereich, aber eigentlich funktioniert das überall. Anxiety goes up, everything else goes down. Wenn Leute Angst haben, Fehler zu machen oder nervös sind oder Druck haben, wird nichts mehr funktionieren. Die werden nicht in ihrer Kraft sein und in ihrer Freude sein und dann ist alles egal. Also dann kann man es wirklich lassen. Dann kann man lieber eine Pause machen und sagen, versuchen wir morgen nochmal. Und so bin ich weg damals bei MTV, weil ich gesagt habe, das macht für mich keinen Sinn, die Atmosphäre, die wir hier haben. Und das war ein total freundliches Gespräch und der wusste auch, ich habe jetzt nichts in der Hinterhand. Das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, hier steht der Film gerade an oder so. Und dann haben die sich nach 2 Monaten wieder gemeldet und gesagt, ey, komm zurück, wir machen das jetzt anders so. Und das war dann auch so. Und wie ist das aber, also ich meine, du warst damals Anfang 20, als du bei MTV warst. Und dann ist es dir ja, bist du ja in dieses, also das ist ja schon mal krass, finde ich, wenn man dann so jung ist und dann sagt so, weißt du was, ich, klar, MTV, das ist ja auch eine große Nummer gewesen und ich nehme meinen Mut zusammen und sage das und mache das nicht mehr und stehe dann sozusagen mein Mädchen oder meine Frau. Und dann passiert dir das aber doch nochmal. Also, dass du sozusagen nicht Nein sagst und in einen Burnout rutscht 10 Jahre später. Ja, aber das hatte ja dann nur was mit mir zu tun. Also die Verhandlung mit mir hatte ich noch nicht. Diese Verhandlung mit anderen Leuten darüber oder zu wissen, okay, das und das macht mir keinen Spaß, das hatte ich schon mit 16. Mit 16 dachte ich, boah, Model werden, voll die gute Idee. Stehst nur rum, kriegst mega Geld. Awesome. So, dann bin ich selber zu so einer Modelagentur gegangen, die eigentlich immer nur so Streetcastings macht und sagt, ja, hab gesagt, hallo, ich würde gern bei Ihnen arbeiten. Und die so, okay. Und dann war ich 2-mal bei so einem Castings und habe echt gedacht, oh Gott, das ist wirklich der spaßfeindlichste Ort, an dem ich je war. Also alles, was ich in Begegnung mit Menschen super finde, dass man sich wirklich, ne, ist ja da, also dieses Robotermäßige, du wirst so abgescannt und das war echt nur so, oh Gott, da kann ich ja auch in meinen prätentiösen Club in Pankow gehen, in den ich immer nicht gehe, weil ich es so ätzend finde, dass man immer so gescannt wird, wenn man richtig hat, oh Gott, nee, das, Entschuldigung, erzählt sich überhaupt nicht, bin wieder raus aus der Nummer. Und also so mein Gefühl von, mir macht hier gerade was Spaß oder nicht, das war sehr stark so. Und das Burnout kam ja dann nicht durch Leute schaffen, komische Atmosphären. Also du kannst dich ja auch übernehmen an Spaß oder an Freude. Du kannst einfach von einer guten Sache auch zu viel machen so. Und ich habe halt irgendwie trotzdem dieses Gefühl gehabt, ich muss immer heftig abliefern. Ich habe halt extreme Ansprüche an mich selber gehabt und habe vergessen. Also eigentlich habe ich wie ein Leistungssportler gearbeitet, der sich übernimmt. Also jeder Sportmediziner und Trainer wird dir sagen, du kannst noch so gut sein in einem, egal was du machst, aber in irgendeinem Sport, wenn du nicht checkst, wie wichtig die Regenerationstage sind, wirst du niemals Olympia gewinnen, weil du ein Idiot bist. Weil das dazugehört, das ist Teil des Trainings. Es ist nicht, gönn dir mal, sondern reiß dich zusammen, mach das dein Job, eine Pause zu machen. Du kannst die Qualität nicht erhalten so. Und das habe ich einfach überhaupt nicht gehabt. Also, und das ist, und dann eben dieses Gefühl von, aber was durch machen? Inneren Druck. Ja, also durch einen inneren Anspruch und an, was man ja jetzt auch wieder auswerten kann, woher das dann alles kommt. Aber das ist, glaube ich, ich sehe sowas ganz viel, ne? Diesen Druck von, man muss irgendwie was machen und abliefern, funktionieren, nicht jammern. Wie oft man von Leuten hört, naja, ich will ja auch nicht jammern oder ich will mich auch nicht beschweren.
da kannst du immer sicher sein, dass es die Leute sind, die kurz davor sind, sich zu übernehmen. Das sind nie Leute, die sich wirklich beschweren und die wirklich Jammerlappen sind, sondern das sind immer Leute, die, wo du sagen musst, ey, du jammerst nicht, du teilst dich mit und ja. Du teilst was, das ist total in Ordnung. Ne? Aber es sind oft Leute, die alles mit sich selber abmachen. Und das habe ich auch zum Beispiel ganz viel gemacht. Ne? Und dann kommt noch dazu, dass es ja auch so verwirrend ist in diesen komischen kreativen Berufen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Hälfte der Zeit hat man ja sowieso das Gefühl, man macht Schwachsinn. Mhm. Also weil es eben nicht, du hast halt keinen Tisch am Ende des Tages, du hast keine Herz-OP gewonnen, wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube, beim OP rechnet man nicht in Gewinn und Verlieren. Ne? Nee. Also so, ich habe heute wieder eine Herz-OP gewonnen. Sehr gegen gut. Den Tod. Sondern es ist so flirrig, ne? Und was mir dann irgendwann ein Arzt sagte vor Jahren, was total Sinn machte, der Feierabend ist ein anderer, weil es gibt eigentlich keinen. Das rattert die ganze Zeit weiter. Und dann kommt man aber immer noch an den Punkt, wo man denkt, Mensch Gott, was ist denn, jetzt reiß ich mal zusammen, jetzt hast du schon keinen richtigen Job. Mhm. Jetzt bist du wieder nur am Flennen oder jetzt hast du trotzdem, bist du irgendwie überspannt und so jetzt, also guck mal, was sollen denn Leute sagen, die richtig arbeiten? Es stimmt natürlich, man muss das alles nicht zu hoch hängen, aber man darf, muss es auch nicht zu niedrig hängen. In Sachen, wie ist das System anstrengend, ne? Mhm. Und wie man umso genauer lernen muss, auch Routinen reinzubauen und so, ne? Also diese komische selbstständige Arbeit mit, du stehst auf und gestaltest einen Tag selber, das ist einfach sehr, sehr anstrengend. Das ist schon mal ein Job. Mhm. Also wenn du da deine Abläufe kennst und weißt, okay, hier, da und da, jetzt erstmal hier alle Leute in die Schule oder was weiß ich und dann das und das und dann läuft das so durch, ist die ein großer Teil der Last auch genommen. So. Dann kommen andere Sachen, die da wieder gefährlich sind oder schwierig sind oder sowas. Und ich will auch nicht so ein Leben die ganze Zeit führen. Aber man muss sich klar sein, wie sehr Routine zum Beispiel auch entlastet. Und das musste ich total lernen erstmal. Und das hat dir dann jemand, also hat dir das ein Ärztin, Arzt, Therapeut beigebracht? Und hast du dann angefangen, wirklich zu gucken, wie muss ich meinen Tag starten, damit ich irgendwie, oder wie das Me-Time klingt immer so ein bisschen nach Flow Magazine, aber ich habe mir das total zusammengesucht. Ne? Also ich habe ich musste erstmal, bis ich Mitte 20 war, glaube ich, also für mich gibt es eine Zäsur, als ich Mitte 20 war. Ich habe das Gefühl, also das, was ich sage, dass sich mein Leben total erfüllt anfühlt, gilt eigentlich erst richtig. Also davor war auch alles cool, weil automatisch viele Sachen passierten. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, richtig aufgewacht bin ich mit Mitte 20. Davor habe ich, wenn ich da zurückgucke, was Beziehungen angeht, was mein Leben angeht, so ein Gefühl von, ich war in so einem Schlaf, so ein bisschen, ja. Und ich habe aber immer gesucht, davor auch schon. Also ich habe immer gesucht nach dem guten Leben, ja, nach dem, was, wo ich sich Sachen sinnvoll und stimmig anfühlen für mich. Und dann habe ich mir das einfach zusammengesucht, wo ich konnte, ja. Also wo mir Sachen eingeleuchtet haben von Freunden, die ein bisschen älter schon waren oder erfahrener waren an bestimmten Punkten, von ja, allem. Ich bin ein Riesenfan von Selbsthilfebüchern, ich finde das super. Ich glaube, dass ein Teil, warum die so verpönt sind, halt ist, dass man sich so wehrt, sich einzugestehen, dass der Mensch einfach wirklich ein verdammtes Klischee ist. Ist einfach so. Also es ist ein bisschen so niedlich, als würde ein Hund immer tun, als wäre er eine Giraffe. Weißt du, so ich habe, ja gut, klar, meine Beine sind so kurz wie bei einem Jack Russell Terrier und mein Hals ist jetzt auch für eine Giraffe relativ kurz, aber ich bin sehr, sehr besonders. Und ich habe irgendwann aufgehört zu glauben, dass ich ein mega besonderes menschliches Exemplar bin. Sondern mich darum gekümmert, irgendwie eher so, okay, wie ist Mensch, artgerechte Menschenhaltung? Was brauche ich denn erstmal, damit ich irgendwie sicher stehe? Und dann kann ich immer noch individuell gucken, ach, ich bin jetzt jemand, der mag gelb lieber als grün zum Beispiel oder so. Aber erstmal muss doch irgendwie. Wie hast du das gemacht? Ich war Jahre einfach über. Aber das ist ja mittel, wenn du sagst, du kannst es ja so ein bisschen benennen, ne, die wenigsten, glaube ich, können, zu sagen, so ne, Mitte 20, da ist was passiert. Also würde mich natürlich alles interessieren dazu, welche Bücher hast du gelesen und was hast du genau gemacht und wie bist du sozusagen zufrieden geworden? Pass auf, ich kann dir das auch ganz klar sagen. Ich bin ein großer Fan von Therapien. Mhm. Ich bin ein großer Feind von dem Wort Therapie, weil ich das Gefühl habe, nochmal. Ich bin ein Fan von Therapien. Ich scheue mich nicht auszusprechen, dass ich davon Fan bin, aber ich habe ein Problem mit dem Wort, weil für mich das ein absolutes gesellschaftliches Missverständnis ist, dass Leute, die in Therapien gehen, kranke Leute sind. Für mich sind das die gesündesten. Für mich sind das Leute, die sagen, ach krass, irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Weil meiner Meinung nach, was passiert ist, ist, wir haben den Dorfältestenrat komplett verloren. Früher, ganz, ganz, ganz früher, ja, also in der Hülle, war das so, du hattest ein Lagerfeuer,
du hattest verschiedene alte Leute mit Lebenserfahrung und du hattest Dorfältesten, die aber auch nur die Dorfältesten waren, nicht weil die wie Herr Meier, der Blockwart von nebenan, einfach fand, man hat jetzt Respekt vor ihm zu haben, sondern weil die lebensweise waren und weil die wirklich was über das Leben wussten. Und wenn du an irgendeinem Punkt ankamst, wo du dachtest, was ist denn jetzt? Dann bist du abends hingegangen zum Lagerfeuer und hast gesagt, Entschuldigung, ganz kurz, mein Leben ist gerade kaputt. Ich wollte mal kurz fragen. Und dann hat der gesagt, ja, ja, kein Ding, kenne ich hier schon von Svenny, klassischer Name am Lagerfeuer in der Höhle. Und pass mal auf und kannst du mal so und so versuchen. So, und dann hat man weitergemacht. Das haben wir komplett verlernt, diese Gesprächskultur. Und der Dorfälteste hat auch wieder was von Svenny gelernt, weil Svenny nun mal anders war als alle anderen Jungschen, die er vorher kannte. Also dieses sich gegenseitige Beflügeln. Und aber natürlich die Ältesten, die trotzdem einen Überblick haben von was die schon alles gesehen haben. Da kann man auf die Erfahrung zurückgreifen. Plus die beflügeln neue Impulse von den Jungen. Das haben wir nicht mehr. Und jetzt, das gibt es auf der Welt wahrscheinlich, an ein paar Orten gibt es das noch. Aber wir haben uns hier auf jeden Fall total davon wegentwickelt. Dann gab es jetzt ja die Nachkriegsgeneration, wo ja überhaupt nicht mehr geredet wurde. Das heißt, wir haben ein Kommunikationsvakuum an einem Punkt, der verheerend ist. Wir lernen nichts übers Leben. So. Gleichzeitig haben wir aber ein Schulsystem, was behauptet, wir müssen die ganze Zeit Polynomdivision lernen, weil sonst alle sterben werden. So. Und wir haben Depressionszahlen, die sind absurd. Und deswegen finde ich das Wort Therapie schwierig, obwohl es natürlich eigentlich stimmt, weil wir heilen was Krankes, aber wir heilen das gesellschaftlich, ja. Und hast du ein anderes Wort? Naja, ich finde Mentoren ein besseres Wort für Therapeut. Ich finde Dorfälteste besser. Und habe ich mir meinen Dorfältestenrat über die letzten Jahre gebaut? Yeah. Und bin ich stolz, wenn ich irgendwann in meinem Leben an dem Punkt bin, wo ich im Dorfältestenrat bin? Ja. Das ist meine innere Karriereleiter. Das ist was mich glücklich macht. Mit Leuten, die mich bestärkend lehren können in Sachen, die mir noch fremd sind, sozusagen in Kontakt zu sein und Sachen auch weiterzugeben an Leuten, wo ich vielleicht die Nase ein bisschen vorn habe. Das ist das, was für mich Sinn macht und was auch innerer Erfolg letztendlich ist. Und so, aber deswegen zucke ich bei diesem, wir lagern das aus. Sonst, du musst dir mal angucken, also das ist ein Riesenthema. Wenn du eine Produktion betrittst, eine Filmproduktion, gehst du zum Versicherungsarzt. Und unterschreibst bestimmte Sachen. Und ich weiß nicht, wie das in anderen Gebieten ist, aber jeder kennt dieses, man lügt beim Arzt-Ding. Jetzt drehst du einen Film und ich sage dir, jeder in dieser Branche schreibt Schwachsinn da rein. Weil wenn du reinschreibst, ja, ich hatte schon mal einen düsteren Moment oder ich habe vielleicht sogar schon mal, war ich schon mal in psychologischer Behandlung, bist du raus aus der Versicherungsnummer. Ich habe das bei großen Namen gesehen, die werden nicht mehr besetzt. Wenn einmal jemand ehrlich so ein Versicherungsblatt beantworten würde, würde hier keiner mehr arbeiten. Also eigentlich müssen wir es alle gleichzeitig mal beschließen, dass wir sagen, so, hier, Titten auf den Tisch, Leute, so sieht das eigentlich aus. Und das in einem Beruf, also so Schauspieler, ne, wo man so denkt, ja logisch, Mann, woher soll es auch kommen? Die gehen halt ständig an sonst was für Punkte. Aber wir befinden uns in einer Gesellschaft mit unfassbaren Depressionszahlen, tun aber gleichzeitig so, als wäre das irgendwie so eine eingeschleppte Alien-Krankheit, die mit nichts was zu tun hat, was wir sonst so machen. Und uns wird noch der Arsch platzen deswegen. Das ist so, also das, du hast das an jeder Bushaltestelle, siehst du das. In jedem Jobcenter siehst du das. Wir haben eine, ich habe Leute in die Depressionsklinik Notaufnahme gebracht und dachte so, ja cool, wenn man keine hat, hier würde man sie spätestens kriegen. An den sozial sensibelsten Orten, im Arbeitsamt. Wer kommt ins Arbeitsamt? Mann, jemand, der sowieso schon denkt, er ist die größte Lusche der Welt. Da müssten die coolsten Dorfältesten sitzen und sagen, ey, kein Ding, Mann, alles cool. Das ist jetzt ein kurzer, weißt du, da müsstest du die feinsinnigsten Leute sitzen haben. Wen hast du da sitzen? Leute, die genauso blöd dran sind letztendlich, weil sie erstens diese Dimension gar nicht checken, auch nicht wissen, welche Verantwortung sie haben, in dieser Verantwortung auch nicht gesehen werden, auch finanziell nicht, sondern irgendwie nicht gelernt haben, wie man mit Macht umgeht und deswegen gemein zu anderen sind. Da wird gemobbt ohne Ende so. In der Klinik, in ganz normalen Krankenhaus. Wirst du von den Krankenschwestern angepfiffen, weil die einen krassen Job haben, weil da nie bei der Ausbildung drauf Wert gelegt wird, wo man sagt, entschuldige, Melanie, aber wenn du kannst noch so fachlich super sein, wenn du den Herrn Müller dreimal am Tag anschreist oder die Augen rollst, kannst du dir die Medikamente sparen, weil geht alles gleichzeitig den Bach runter. So. Also sozial ist bei uns ein Wort, was nicht mit einem Inhalt gefüllt ist. Es ist mit einer Zahlung gefüllt. Aber es ist nicht, selbst bei den Parteien, die das im Namen tragen,
würde ich behaupten, ist jetzt gemein, aber ich würde behaupten, 85% wissen nicht, wie man eine sozial warme Alltagsbegegnung hinkriegt, sondern sind gehemmt, sozial gehemmt. Und da haben wir ein Riesenproblem. So, damit möchte ich erstmal schließen. Was möchtest du denn mal sagen, Mats? Gähnst du gerade so nach innen? Nee, gar nicht. Ich habe, also ich finde es spannend, weil du jetzt das große Bild aufgemacht hast. Und ich würde aber wirklich gerne dahin zurück, wo du dein eigenes Bild, weil das ist ja sozusagen deine Erkenntnis nach, aber dieses, was hast du gemacht mit Mitte 20, um das jetzt sagen zu können? Also ja, kann ich dir sagen. Also ich bin definitiv in eine... Du bist richtig heiß. Ja, total, aber das ist, das ist, also ich bin definitiv zum Beispiel in eine Therapie gegangen. Was war das für eine Therapie? Kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber die war super, die wurde mir empfohlen und ich habe einfach, also wie gesagt, ich zucke total zusammen, weißt du, weil das total nervt, ich jetzt schon weiß und das hat mit dir nichts zu tun, ich finde es sehr wichtig, darüber zu reden. Und aber ich kann dir sagen, was passiert, wenn irgendjemand das mitkriegt, und das sage ich übrigens an dem Punkt auch, jetzt kann jeder sich über die Verantwortung Gedanken machen, die er gesellschaftlich hat. Man hat jetzt die Wahl, dieses Ding im Kontext sich anzuhören, oder man kann jetzt, egal in welcher Redaktion, und ihr habt alle eine Verantwortung, da sitzen und sagen, krass, schöner in Therapie, bumm, das gibt's, ne? Klar, das gibt's schon, habt ihr vielleicht kurzfristig was geschafft. Nachhaltig wäre es wichtig, dass wir diese Debatte frei führen können und uns weiterentwickeln können. Und man könnte sagen, interessant, das passiert vielleicht viel öfter, als es so ist. Und ich kann dir sagen, ich kenne in meinem Umfeld fast niemand. Und es ist nicht nur ich bewege mich ja überhaupt nicht in Filmbranchenkreisen nur. Ich kenne, egal in welchem Alter, fast niemanden, der damit nichts zu tun hatte. Und das wird dir vielleicht auch so gehen. Wen kennt man, der an diese Lebensknoten und Seelenknotenpunkte nicht gerät? Kann ich dir sagen, eigentlich niemand. Und warum nicht? Weil es halt alles Menschen sind und weil wir alle kommen aus einer nicht kommunikativen Sache. Ja, das will ich nur mal vorwegschicken, weil ich kann damit leben, wenn das eine kleinteilige, hui, guck mal, die hat doch ein Ding an der Waffelnummer wird. Weil ich mein Leben ändert sich dadurch nicht. Aber jeder, der das aufgreift und als Schlagzeile verwenden will, muss wissen, dass er die Verantwortung hat, ob er das gerade zu einem nachhaltig besprochenen Thema macht oder zu einer persönlichen, guck mal, die Nummer. Gebe ich ab jetzt frei. So. Insofern, so, da fing das an. Und dann habe ich mir nach und nach, also ich habe zum Beispiel eine ganz tolle Heilpraktikerin, wo viel von den Sachen, die ich bespreche, nicht über Behandlung stattfinden, sondern über Gespräch. Ja, also die letztendlich. Die hat gefragt oder wie ja, die lässt mich einfach reden. Und ich glaube, der Punkt, mittlerweile kann ich das mit Freunden auch wahnsinnig gut, aber ich glaube, der Punkt, warum ich das damals brauchte, war, dass ich das Gefühl hatte, ich darf mich nicht zumuten. Und wenn ich mich zumute, muss ich irgendjemand Geld dafür geben. Also ich kann mich nicht in allen Höhen und Tiefen zeigen, weil ich da irgendwie freaky bin und sowas. Und deswegen war mir das lieber, ich gebe jemandem Geld dafür und er hört sich das dann an und dann konnte ich frei reden. Und mittlerweile kann ich das auch total so, ne? Was hat die gefragt, was... Ja, einfach die ganze, einfach, ich kann dir das gar nicht so sagen. Ich glaube, manchmal musste die auch gar nichts fragen. Manchmal sprudelte das einfach raus. Und manchmal hat sie mich aber ja auf Wege geführt. Also erstmal habe ich ganz schnell gelernt, das weiß ich noch, dass, also erstmal überhaupt anzunehmen, dass ich da hingehe und mal gucke, was überhaupt gerade Thema ist. Also man nimmt sich dann am Anfang ja auch so leistungsmäßig Sachen vor von, oh Gott, ich brauche ein gutes Thema, sonst verschwendet die eine Zeit. Und dann lernst du relativ schnell so, nö, mein Geld gar nicht, weil ich fand ja eh, oh Gott, muss die nehmen. Ich musste einfach, das ist noch viel zu wenig, die arme Frau. Aber könnte man auch denken. Könnte man denken, aber meistens, wenn du da hingehst, denkst du es eben nicht, sondern du findest dich ja eine Zumutung. Das heißt, du findest es das Mindeste, was die Frau verlangen kann oder der Mann dafür, dass er das überhaupt alles erträgt. Ja, und dann habe ich, glaube ich, ganz schnell gelernt, einfach mich schon mal darauf zu verlassen, dass ich sehen werde, was nach vorne kommt als Thema. Dann hat man sich so rangetastet. Ich glaube, das kann ich gar nicht sagen, letztendlich ist das eine Gesprächsführung, die ich mittlerweile im Leben auch total habe. Also es ist jetzt nicht so, dass die können einfach zuhören und Fragen stellen, die auf ein Bedürfnis
gerichtet sind. Also sie können rausfinden, wenn du da irgendwie hinkommst, ich sage jetzt mal ein Beispiel, du kommst hin und sagst, ich kann mich tatsächlich, Entschuldigung, für mich nicht mehr erinnern, weil das so lange her ist und ich bin so weit gekommen, das ist jetzt wie wenn du irgendwie, sorry, aber den Kitesurf-Weltmeister fragst, wie der zuerst mit einem kleinen Finger greift, also das sind so automatisierte Sachen, ne? Aber ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh Gott, auf meiner Arbeit, ich bin so gestresst mit der Arbeit, so, dann kannst du natürlich sagen, ja, kündige oder mach das, oder kannst aber sagen, du kannst halt auf Ursachenforschung gehen, was stresst dich da, und dann kannst du rausfinden, magst du es da überhaupt? Dann kannst du bestärkend sein und sagen, okay, aber wenn du es gar nicht magst zum Beispiel, gibt es nicht eine andere Möglichkeit, und dann kannst du gucken, wo sitzen diese ganzen Ängste, die wir haben, die Themen teilweise völlig absurd sind, die gar nicht wirkliche existenzielle Bedrohung sind, sondern so Gebilde im Kopf und so. Geht es dann eher um Fragen oder geht es auch um, also jetzt bei dem Dorfältesten, wenn man da mal so ganz kurz hin, das oder Rat heißt ja ganz oft, man geht irgendwie hin und holt sich eben jemand, ich sage, ich habe das und das, und dann gibt mir jemand eine Antwort. Ist das eher ein Antwort geben oder ist das eher ein Fragen stellen? Also ich glaube, ein Antwort geben darf es überhaupt nicht sein. Also nicht in dem Sinne von, pass auf, ich erkläre dir das jetzt mal, ich glaube, was das am meisten ist ein Spiegeln. Dass man einfach da ist und sagt, krass, es ist viel los bei dir gerade. Und dann gibt es natürlich auch individuelle Sachen. Also es gibt Leute, die reagieren besser auf Fragen, und es gibt Leute, die, aber du kannst, also wenn Antworten heißt, jemanden einzuordnen oder dem zu sagen, was man hat, oder die zu diagnostizieren, dann ist das für mich nicht wirklich, glaube ich, ein guter Therapeut. Also die meisten Sachen sind wirklich eher gemeinsam auf eine Forschung gehen und vor allen Dingen erstmal wertfrei da sein, also wertfrei zuhören. Das können schon wenig Leute, und einfach zuhören und zu merken, okay, wie sieht denn der aus, wenn der jetzt das und das sagt, was schwingt denn in dem, oder du siehst eigentlich, wenn du Leute gut beobachtest, extrem, wann die berührt sind. Mhm. Und wenn du berührt bist, weißt du, da sitzt ein Thema, so. Ja. Und ich glaube, es geht wirklich viel um Spiegeln und um, ich kann jetzt aber so genau gar nicht sagen, also es ist schwer zu erklären. Was hast du dann gemacht, also so, also, oder, man geht dann zu Mentoren oder Therapeuten oder Praktiker, wie auch immer. Das ist sozusagen, glaube ich, Dorfälteste. Mhm. Und was hast du dann aktiv verändert, dass du hast ja jetzt ja, also da würde ich auf jeden Fall auch unbedingt noch drauf kommen wollen, ein System erschaffen, was dich beschützt. Bestenfalls. Wie meinst du beschützt? Aus diesen Leuten? Beschützt sozusagen, da nicht wieder reinzufallen. Und vor allen Dingen auch, sagtest, bei dir hat sich was verändert mit 25. Das heißt, wenn sich was ändert, dann hat man ja was verändert. Ja. Meistens. Und das würde ich gerne so, ich würde gerne wissen, was ist so, vielleicht kannst du es konkret sagen oder vielleicht gibt es, ja. Ich habe, glaube ich, meine Einstellung zu mir extrem geändert, insofern, als dass ich mich einfach ernst nehme mittlerweile. Also, dass ich nicht mehr immer, früher war der erste Impuls und das schwappt dann noch Jahre nach, dass ich dachte, okay, wenn ich wütend bin, also dass ich mir alles negativ ausgelegt habe. Wenn ich wütend bin, bin ich hysterisch. Wenn ich und nicht habe vielleicht ernsthaft ein Problem, woran kein anderer schuld sein muss, aber was mir immerhin ein freundlicher Erinnerungswinkstab ist an, hey, da irgendwas stimmt da gerade nicht. Ja, sondern es war immer so, ich reg mich künstlich auf. Wenn ich traurig war, war ich dramatisch. Wenn ich, ich habe mir nicht über den Weg getraut. So. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, das gibt, aber wem soll ich denn sonst über den Weg trauen? So, und hab das glaube ich, letztendlich ist das, was ich freigeschaltet habe, immer mehr. Und das fing an mit 25, dass ich gemerkt habe, langsam, und das war ein langer Weg dann. Und dann aber irgendwann, ich finde, das fängt immer so ein bisschen an wie so eine graduelle Funktion und wird dann zu einer Exponentialkurve. Also wenn du die ersten steinigen Schritte weg hast, dann explodiert das komplett und wird auch toll. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich fertig bin, im Ansatz. Das wird hoffentlich gehen, bis ich sterbe. Das ist für mich aber auch der ganze Gag am Leben, ne, dass man weiter wächst und so. Aber ja, ich kann dir das nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall, ich glaube, der erste große Schritt war dieses, weil das war damals das war im Burnout tatsächlich dann. Einfach anzuerkennen zum Beispiel, so mein Körper, ich muss besser zu mir sein, freundlicher sein. So, das geht so nicht. Ich habe mich fast zugrunde gerichtet und ich kann jetzt auch nicht sagen, okay, ich war gezwungen, so massiv den Stöpsel zu ziehen. Ich musste sagen, ich habe mir erst 2 Monate freigenommen und dachte, okay, jetzt kommst du wieder klar. Und ich kam noch nicht mehr in eine Entspannung, weil ich wusste, ich muss in 2 Monaten wieder fit werden. Es ging nichts, in mir war alles blockiert. Ich habe Situationen gehabt, wo ich irgendwo in der Maske saß.
Hut, hatte so einen Umhang um zum Schminken und habe gedacht, was ist denn hier los? Und habe mich hoch, dachte, es tropft irgendwas und habe hochgeguckt und wusste nicht, was los ist, bis ich gemerkt habe, ich weine. Aber also komplett automatisiert. Also es hatte gar keinen, ich merkte, hatte gar keinen Zusammenhang mehr zu. Also der Körper fing an, so absurde Sachen zu machen, dass ich dachte, oh, also erstmal macht einem das natürlich wahnsinnige Angst. Ich habe irgendwo am Tisch gesessen und gesungen. So vor mich hin. Wenn Leute sich unterhalten, dann wirklich so, also wirklich so völlig. Und das, ich habe das so viel gesehen bei Leuten. Ja, aber das ist natürlich, also das ist nicht eine lustige Sache, so ein Ding. Wenn du irgendwann merkst, jetzt übernimmt der Körper und sagt, pass auf, dir konnten wir nicht vertrauen, du führst hier keine richtigen Entscheidungen. Jetzt ist Polen offen, so jetzt wird hier, jetzt hat der Spaß ein Loch, so. Und das, und diese, allein schon dieses erste Ding, glaube ich, dass ich dann gezwungen war zu sagen, jetzt muss ich mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Dass ich dann gezwungen war, ich zu sagen, ich muss jetzt ein halbes Jahr Pause machen, weil ich sonst gar nicht anfangen kann zu entspannen. Und ich muss Sachen absagen, weil jetzt nicht mehr ist, oh mein Gott, aber was werden die Leute denken? Oder oh Gott, dann können die alle nicht und hin, sondern gehe ich drauf oder nicht letztendlich, ja? Oder vielleicht, oder was passiert mit mir, oder werde ich verrückt oder so. Das war natürlich eine Riesenhilfestellung. Dass einmal so ein Ausrufezeichen im Raum stand: So, what's it gonna be? Machst jetzt, wolltest du noch ein bisschen irgendwie mal jetzt hier mitmachen in deinem Leben oder so? Und dann zu merken, es passiert nichts, keiner ist sauer auf dich, keine Projekte werden, es werden nicht Leute an Malaria sterben. Also so, das war erstmal, glaube ich, sehr wichtig zu merken, okay, ich mache jetzt das Undenkbare, ich nehme mir ein halbes Jahr frei und genau nichts ist passiert. Was, keiner hat mir das übel genommen, die Leute waren, wenn sie es mitbekommen, haben eher freundlich und es ist kein Druck entstanden. Und das war erstmal eine ganz, ganz wichtige Message, zu merken, ey, ganz ehrlich, die Welt geht nicht runter, so, ne? Und dann habe ich, das ist das, was sich so richtig geändert hat. Und das ist mir aber quasi geschenkt worden, ne? Durch diese massive Dimension. Der Leidensdruck war so groß, dass ich das, was geändert werden musste, erstmal. Wie wenn du irgendwie ein Bein gebrochen hast, dann kannst du halt nächste Woche nicht mehr Marathon laufen. Und dann zu merken, okay, was ist denn der Marathon aber eigentlich für mich? Oder ist jetzt so wichtig? Oder wie oft mache ich den und so? Das war das erste große Ding, was passiert ist. Und dann habe ich mich da einfach immer weiter rangetastet, über Jahre. Das kann ich dir so genau gar nicht sagen. Einfach gemerkt, immer mehr Rücksprache gehalten mit, okay, was fühlt sich wann gut an? Wem kann ich mich zumuten? Ausprobieren, weiß ich nicht, ausprobieren, Leute mal anzurufen und zu sagen, mir geht's gut, aber ich weiß nicht warum. Also auch rechtzeitig, mir geht's nicht gut, aber ich weiß nicht warum. Mir geht's gut, aber ich weiß nicht warum, ist eigentlich auch mal ein guter Anruf. Mache ich auch. Den habe ich vorher immer gemacht. Aber dieses, ich hab was, ich weiß nicht warum, kannst mir mal bitte jetzt schon damit helfen, bevor das total eskaliert. Ne? Aber es hat ja dann auch super krass mit Trauen zu tun. Total. Ja und sich selber, es hat es letztendlich damit zu tun, sich selber zuzumuten. Ja. Sich zu trauen, zu sagen, so, das bin ich, da können wir jetzt alle, müssen wir leider jetzt alle mit umgehen, ist so. Und dann irgendwann auch an den Punkt zu kommen, an dem ich heute bin, nicht, da müssen wir leider mit umgehen, sondern, ja, Welt, guck mal, das bin ich. So, das ist der Punkt. Und das Irre ist ja, wie gesagt, was ich dann immer so krass finde, so kommen ja Kinder auf die Welt. Kein Kind kommt auf die Welt mit, oh, Entschuldigung, also außer du hast jetzt in der Schwangerschaft so krasse, traumatische Erlebnisse oder so, weiß ich nicht, das sei ich schon, aber die meisten Kinder kommen auf die Welt mit, hoppla, hier komme ich. Egal in welchem Temperament die sind, aber die sind auf jeden Fall so, Leute, was geht ab? So, wo verlieren wir das? Ne? Das ist ja immer die Frage. Und eigentlich geht es nicht dahin, das erst zu erlernen, sondern sich das zurückzuerobern. Wie hast du deine Dorfältesten gefunden? Über weitere Empfehlungen. Also ich habe mal erstens... Also ich hatte, glaube ich, ein Gespür dafür, dann irgendwann für Leute, die gut für mich sind, also die irgendwie machen, dass ich mich so gut fühle, also auch so einfach nur in der Begegnung, dass ich merke, wow, krass, das ist ein guter Ort. Und habe dann über die teilweise, weiß ich nicht, eine Empfehlung bekommen und dann ging das immer so weiter. Und ich habe immer mehr meinen Blick geschärft dafür, mit welchen Leuten ich einfach gerne meine Zeit verbringe, so in welcher Form auch immer, auch nicht nur jetzt therapeutische Gespräche oder so, sondern einfach so. Mhm. Und mittlerweile merke ich, dass es so Leute gibt, die wären früher in meinem Leben ein- und ausgegangen, da stehe ich heute nur noch davor und gucke wie auf so einen alten Planeten und denke, ach krass, das gibt es richtig noch. Also das Umfeld um mich herum, was Arbeit angeht, ob das die Leute beim Tatort sind, so die Produktionsfirma, ob das Leute sind, mit denen ich No-Budget, Low-Budget oder sonst was Projekte mache, ob das, weißt du, so Riesennummern sind, ob das
beim Bäcker ist oder in meinen Sportverein oder sonst was. Es ist alles die gleiche Materie. Es ist alles, sind Leute, die anderen nicht an den Kragen wollen, die in Frieden kommen, souverän sind, sich freuen über einen und ich mich über die. Also es ist einfach, und wenn da irgendjemand kommt und hat so einen Furz quer sitzen und ist, dann stehe ich immer, ich kann mich gar nicht persönlich angegriffen fühlen, sondern ich denke immer nur so, ach krass, das ist dieses, ach witzig, ich dachte so, Leute wären ausgestorben. Und merke dann, krass, das hatte ich früher auch, so eine bestimmte Art von Negativität in meinem Leben. Die gibt's ja gar nicht mehr. Und das heißt nicht, dass nichts Negatives mehr passiert, ne? Also es gibt ja weiterhin total Konflikte ja. Und sonst was, aber es gibt Leute, die einfach eigenverantwortlich mit ihrem Leben umgehen und die sind, die stehen bei mir in der ersten Reihe drumherum, in der zweiten, in der dritten. Soweit mein Auge reicht, habe ich coole Leute am Start. Und wenn dann so ganz hinten plötzlich mal jemand so hochspringt und so ein riesen Schaumstoff-Fuckfinger zeigt, dann sehe ich das immer erst in meiner Unschärfe gar nicht mehr und denke dann nur so, ach krass. Und denke aber auch sofort dann so, oh Gott, toi, toi, toi. So, guck mal, wenn du den vorne an der Garderobe abgibst, kannst du ja auch. Aber so du hast das sehr bewusst gemacht und auch gesagt, also hast du dann Menschen aus... Das war, glaube ich, nicht bewusst. Nee. Das wurde irgendwann bewusst, weil es mir klar wurde, dass ich, was das ist. Dann aber wurde es irgendwann bewusst. Und jetzt kann ich es bewusst machen. Am Anfang war das so ein Rumgesuche. Und eher ein Rumgesuche von, oh Gott, das kann ich gar nicht mehr haben. Das und das darf ich nicht mehr haben. Das ist zu krass. Es war auch teilweise noch über Bande. Es war nicht so, mir tut das nicht gut, sondern wenn ich darauf nicht aufpasse, bin ich nicht mehr gut in meinem Job, was ja auch wieder für andere war. Ne? Jetzt ist der Punkt, wo ich sage, nö, ich habe einfach keinen Spaß. Mein Leben ist zu kurz für sowas, ja. Aber damals war das so, wenn ich jetzt nicht aufpasse auf meinen Körper, dann kriege ich ja Ärger von der Produktionsfirma, weil ich unprofessionell, also das ging ganz lange noch über Banden so, ne. Und jetzt hat sich dahin entwickelt, dass ich sage, nö, so. Na, jetzt ist es ja so, wenn wir uns treffen, dann ist es eigentlich, kann man sozusagen so ein bisschen die Uhr danach stellen, dass du so nach 30 Sekunden sagst, was du gerade nicht gemacht hast. Also so fast so ein Stolz hast. Wir haben uns vor zwei Wochen. Du hast ja so eine, vor zwei Wochen warst du so ganz stolz und hast mir erzählt, ach, ich war gar nicht auf der Berlinale, das war so super. Ja, aber das ist so, ja, stolz ist vielleicht, das klingt so doof, weil ich will nee, gar aber nicht, so, du, also ich glaube, das gebe ich dir, weil du es tragen kannst, weil du es einschätzen kannst. Ne? Ich finde ganz schlimm, so eine snobistische, also ich gehe gefühlt zweimal pro Woche zu einer Quizshow zum Beispiel, finde das super. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, dass dieses klassische, ich gehe nicht zur Berlinale, sondern mich erinnert das einfach dann daran sozusagen, woher ich komme, ja. Ich wäre da immer, ich hätte also irgendwie, oder nicht immer, aber ich hätte viel gedacht, ich muss oder so. Und dieses Gefühl, es gibt manchmal so Ballungszentren, wo du so merkst, ja, es funktioniert immer noch, ich muss es nicht machen. Also es erinnert mich daran, wie safe ich mittlerweile bin mit den Sachen. Und deswegen freue ich mich, ich bin gar nicht stolz, schon auch, also was ich da mir erarbeitet habe, so innerlich. Aber ich freue mich so. Ich bin da, als ich über diese Freiheit von Unabhängigkeit und die ich mir erarbeitet habe, ja, also nur für mich, das ist mein persönliches Ding, nicht, oh Gott, ich bin jetzt, es wird auch noch total passieren, dass ich die ganze Berlinale alles mitmache, wenn ich mal Bock habe zum Beispiel. Aber so dieses, früher galt immer, wenn, oder viel mehr, dass mir wichtig war, was man machen musste oder das muss, gehört sich so oder so. Und dass ich jetzt mittlerweile merke, es ist nicht per se eine Unhöflichkeit zu sagen, etwas gehört sich und ich mache es trotzdem nicht, sondern es ist authentisch irgendwie und das ist okay und das ist mein Weg und ich trete damit niemanden auf den Schlips und wer sich davon auf den Schlips getreten fühlt, das ist dann nicht meins, das muss der mit sich mal abmachen und sowas, das ist wahnsinnig schön, ja, weil früher gab es immer nur Hopp oder Top, entweder machst du da jetzt mit oder nicht und jetzt merke ich, ach geil, ich kann das ja komplett, also erinnert mich dann einfach so, wie geil mein Leben ist, ich denke, ach geil, man kann machen, was man will, das ist ja voll gut, so. Und ist es, jetzt wirkt es ja so ein bisschen, oder das hast du ja auch schon gesagt, so automatisch, dass du es gar nicht, also das ist so in dir übergegangen und hat dir da am Anfang irgendwie, also musstest du Listen führen, musstest du wieder, also ich meine, das sind ja auch Nein sagen, heißt ja auch erstmal was wegstreichen und sich auch trauen, das zu tun und sich so ein bisschen anzugucken, ne, dieses If, was wäre wenn und so weiter und so fort, darf ich das nicht? Hast du da irgendwas gehabt? Wir hatten das erst mit dem Kalender, was du nicht mehr nötig hast, aber. Also es gibt wirklich, ich merke, du versuchst konkrete Sachen. Das ist schwer zu sagen, weil ich glaube, dass es wirklich für jeden individuell ist. Es gibt eine Sache, die ich ganz früh gemacht habe, die komplett banal klingt, aber die, mit der das super geil anfängt, sowas. Und die ist eine Übung, wenn man,
abends ins Bett geht, bei der man sich 14, also das ist jahrelang her, ne, dass ich das gemacht habe, aber das ist super. Das ist, und das ist auch, jetzt wäre das was, wenn es mir richtig schlecht ginge oder so, was ich auch Spaß mal wieder machen würde, weil das das Denken so verändert. Weil wenn man nicht Nein sagt, liegt es ja meistens daran, dass man das Gefühl hat, das, was man selber, das Bedürfnis ist, sollte nicht darüber stehen, was andere Leute, oder man denkt, man wird ein Arschloch, wenn man, man ist ein Egoist, wenn man jetzt auf sich hört, so. Und das hat natürlich damit zu tun, dass man irgendwie das Gefühl hat, so wie man wäre, wenn man so wäre, wie man ist, ist man nicht gut genug, mhm, ja, in der Gesellschaft und so. Und was eine total spackige Quatschübung ist, die mir irgendwann empfohlen wurde, die aber voll toll ist, ist zum Beispiel, wenn du abends im Bett liegst, ich glaube 14 ist auch egal, kannst du 15 oder 13 oder wie auch immer machen, 14 Sachen aufzuzählen, die du an dem Tag gut gemacht hast. Und am Anfang denkt man so, ja, wie soll ich denn auf 14 kommen? Und es gilt aber schon, es gilt schon sowas wie, heute habe ich noch den Müll runtergebracht, wo ich eigentlich keinen Bock hatte. Oder, Mann, habe ich mir heute ein gutes Brot geschmiert. Oder ich habe den Klodeckel runtergeklappt, obwohl ich eigentlich schon gar kein, also kleinste Kleinigkeiten. Super. Und wenn du das sozusagen machst, weiß ich nicht, eine Woche oder so, ich sage, du bist an Tag 7 schon bei dem Punkt, wo du merkst, so, boah, jetzt habe ich viel zu viel. Und plötzlich merkst du mal, wer du, also ne, dieses schlechte Denken über sich selber, das ist, liegt dem ja allem zugrunde. Ne? Weil wenn du über dich gut denkst, kannst du total souverän Nein sagen, ohne dass das ein dass so Nein wird. Ne? Also, wie meinst du das? Dass das so ein aggressives Nein so, also du, man kommt meistens aus, ich bin eigentlich nicht, eine ganz leise Mäuschenstimme, dann kriegst du Druck und irgendwann schreist du, ich will es aber nicht, das habe ich schon tausendmal gesagt, aber ehrlich gesagt hätte ich vorher keiner gehört. Dann geht es meistens in dieses, nein, ich mach das nämlich nicht mehr, in diese Trotznummer. Aber das Beste, und da hast du natürlich auch oft die Begegnung, dass Leute dann denken, okay, was ist denn hier los? Aber es gibt ein souveränes, liebevolles Nein, so, was nicht als Angriff für irgendjemanden kommt, sondern was einfach ist so, ne, dieses, setzen Sie sich die Sauerstoffmaske auf, bevor Sie Mitreisenden helfen. Vollkommen coole Logik. Erst helfe ich, ne, ich passe auf mich auf, dann kann ich den Nächsten helfen und wenn ich dann noch Kapazität habe, kann ich noch ein bisschen beim Weltretten mitmachen. So. Aber so, das musst du einhalten. Wenn du es andersrum machst, machst du es falsch. Mhm. So. Und das ist, das zu üben und irgendwann zu merken, ich kann total freundlich Nein sagen und wenn du das nämlich hinkriegst, wirst du auch noch beschenkt dadurch, dass Leute das super, also dass Leute vielleicht auch sagen, ach schade, aber das ist ja total okay, es wäre auch spürt, wenn die sagen würden, ach super gut, dass du Nein sagst, wir fanden dich eigentlich eh doof, sondern sagen, ach schade, aber okay oder so, man kriegt dann auch nochmal so ganz tolle Begegnungen dazu, aber es fängt an mit diesem, ach ich habe das irgendwie heute alles ganz gut gemacht, Übung, so. Und das halt so konkret. Außerdem schläft man wahnsinnig gut dabei ein. Man schläft meistens bei mal 7 schon am Anfang, schläfst schon am 7 ein, weil du denkst, ja Gott, den Salzstreuer habe ich nochmal nach links gestellt, gilt das jetzt auch? Und aber irgendwann wird die Taktung krasser und dadurch verändert sich eben die, ist man nicht mehr so streng mit sich, ne? So. Voll geil. Hm. Mega gute Übung. Oh Gott, ich komme mir echt so ein bisschen vor wie so. So, buchen Sie jetzt Skype-Sessions mit. Ich habe dich jetzt zur Dorfältesten gemacht und du machst da super, wirklich einen sehr, sehr guten, sehr, sehr guten. Aber ich habe, wir sind noch. Voll gut. Ich habe das nämlich nicht, ich finde es gut, dass wir drüber gesprochen haben, weil ich jetzt auch so ein bisschen dieses, diese Freude, ich habe es erst stolz genannt, am Absagen oder auch Sachen nicht zu machen, bewusst zu sein, die kann ich jetzt viel, viel besser nachvollziehen. Mhm. So, weil es natürlich irgendwie auf jeden Fall kein Fuckfinger ist oder irgendwas. Überhaupt nicht, nein. Also das finde ich auch, das finde ich ganz schlimm. Also ich kann nicht in einem Denken von ich gegen die oder zu sowas geht, das geht überhaupt nicht. Ich kann, und dafür bin ich auch ehrlich gesagt viel zu sprunghaft. Also es kann original sein, dass ich innerhalb von kürzester Zeit, wie gesagt, Lust habe, also 11 Tage von 10 Tagen auf der Berlinale zu verbringen und alles mitzunehmen, das behalte ich mir total vor. Das mhm. muss gehen. Und das habe ich ja schon immer gemacht. Das mache ich, wenn ich einen zweiten Teil von Keinohäusen drehe. Das mache ich, wenn ich eine Band mache. Obwohl man das nicht, es ist ja so peinlich, wo ich mir denke, Leute, ganz ehrlich, wirklich dieses, was, ne, was man darf. Also so dieses, oh, jetzt mal singt sie, oh, no. Dieses der Klassiker, wo ich denke, ja, geil, ne? Das ist für mich, und das war eine, da war meine Schule auch eine geile Schule, weil wir waren so eine totale alternative Tokotronic Schule. Also das Geräusch wäre so, da waren super lustige Leute auch drauf, aber es gab schon so eine Snob-Haltung von, also sagen wir mal so, das Punkigste, was bei uns auf der Schule machen konnte, das finde ich im Nachhinein war, was ich mit meiner Freundin Anja gemacht habe, wir waren einfach Take That Fans. Mhm. Und haben das offen gelebt. Jetzt Shakira. Dafür wären wir fast, ja,
aber auch, ich war halt auch Tokotronic-Fan, aber ich fand immer ätzend, dass man sich so entscheiden muss oder sonst was und so. Und für mich ist heute immer dieses, oh Gott, also darf man das? Da habe ich immer dieses Bild vor mir von Schuldisco. Und es gibt halt die Leute, die haben Spaß und machen, ey, Lambada. Und dann gibt es die Leute, die daneben stehen und sagen, Gott. Wo ich so denke, ja, aber dann steht doch zu Hause und hört wenigstens das, was ihr wollt. Ich finde das voll okay, was ihr nicht mitmacht. Aber ich meine, hier zu stehen, und das war auch ein Zahn, den mir, die Geschichte habe ich schon tausendmal erzählt, aber ich kann die auch nicht oft genug erzählen, weil das war so ein wichtiger Moment in meinem Leben, den mir meine Gitarrenlehrerin so hat, die hat mir diesen Zahn total gezogen. Weil die mir so den Spiegel vorgehalten hat, als ich mal selber so war. Wo ich in der 11. Klasse super schlecht in der Schule war und sonst was und ging jede Woche zur Gitarre und habe nie geübt und sonst was. Und habe mit der, das war eigentlich meine erste Dorfälteste. Ja. Mit der saß ich und habe mein komplettes Leben verhandelt und dachte mal, sie merkt nicht, dass ich eigentlich nur versuche zu vertuschen, dass ich nicht geübt habe. Und heute weiß ich natürlich, hat die das gemerkt. Und natürlich war es auch einfach viel wichtiger, mein Leben zu besprechen. Und irgendwann kam ich da dann so an und war so, oh Gott, ey, Schule ist nervvoll, weil irgendwie, Mann, ey, und so ist boring. Und ich hab Bock, Hausaufgaben. Und dann sagte die Jungfrau, total cool. Ach so, ja cool, aber warum gehst du denn da hin? Dann will ich, kannst du mal überlegen, ob du einfach abgehst? Und ich so, die Verantwortung für mein eigenes Leben kam wie ein weißer Hai auf mich zugeschwommen. Weil sie meinte so, ja, weil jetzt da so hingehen und irgendwie keinen Bock drauf haben und dann aber trotzdem bleiben sie auch wie auch so ein bisschen uncool. Ich weiß, dass sie dieses Wort sagt und die war eigentlich zu alt, das Wort uncool zu sagen. Aber wie sie es sagte, traf mich in meinem Stolz wie ein Pfeil und ich wusste, oh Gott, ich bin total uncool. Was sagte die Gitarrenlehrerin? Ja, also sie meinte, und ihr ganzes Gesicht sagte auch, dass sie wahnsinnig unbeeindruckt ist von dieser Teenager-mäßigen, oh mein Gott, Sache. Die war einfach so geil und die war ja nett und freundlich, aber die war so, oh, so ein bisschen so nach innen gegähnt über diese Haltung. Und das fand ich so peinlich für mich, dass ich dachte, oh Gott, das geht überhaupt nicht. Das geht ja gar nicht. Man kann ja nicht, das ist ja wirklich total uncool. Und dann habe ich mir so krass die Karten gelegt, dass ich gemerkt habe, okay, wie ist es jetzt? Will ich abgehen? Nee, ah, fuck, traue ich mich nicht. Will ich Hausaufgaben machen? Nee, eigentlich auch nicht. Aber okay, wenn ich da bin, bin ich einfach da und hör zu. Und ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gerade eine 6, stand ich 6 in Mathe und ich habe im nächsten Test eine 1 plus geschrieben. Weil ich mir so die Karten gelegt hatte und dachte, okay, ich weiß noch nicht, was ich mit dem Abi will, aber ich bin halt nicht Hardliner-mäßig genug, um abzugehen. Aber jetzt hier zu sitzen, meine Zeit abzusitzen und zu wissen, dass meine Gitarrenlehrerin finde, ich bin uncool, das kann ich nicht aushalten. Und habe so gemerkt, okay, dann, und wie gesagt, Hausaufgaben nicht mein Ding, aber okay, und das war wirklich der Punkt, wo ich wusste, ab jetzt, ich sitze nie wieder irgendwo rum, wo ich es scheiße finde. Und dieses Love it, change it or leave it Ding komplett. Also ich hätte mich selber nie wieder ernst nehmen können, wenn ich irgendwo zu lange verharrt wäre und gesagt hätte, oh Mann, so scheiße auf Arbeit oder boah, mein Freund, der nervt. Deswegen so, auch das, sozusagen das war, auch dann diese MTV. Alles. Also es hat seitdem alles, also das war der Moment, wo ich Verantwortung für mein Leben übernommen habe eigentlich. Wo ich wusste, die kann kein anderer nehmen und wenn ich das nicht mache, bin ich einfach uncool. Das war der absolute Wake-up-Call. Also sozusagen der andere, ne, dieses Aufwachen von, okay, oh Gott, ich muss auf mich besser aufpassen, das kam später, aber dieser Punkt von, du bist nicht der coole Typ, wenn du neben der Tanzfläche sitzt, stehst und nicht tanzt, aber auch da bleibst, das ist einfach uncool. Das war seitdem, und so sehe ich das seitdem, auch so sehe ich das heute auch, wenn ich Kritiken lese von Leuten, die einfach, weißt du, wenn du den ersten Tatort Weimar guckst und findest ihn scheiße, sage ich, okay, sorry, also das haben wir jetzt gemacht so. Wenn du den zweiten guckst, uns nochmal versuchst und den Scheiße findest, denke ich noch so, okay, gut, du hast es schon wieder vergessen oder was. Aber ab dem dritten denke ich nur so, ey, get alive. Du, ja wirklich, du weißt schon, dass Leben irgendwann vorbei ist. Mach doch, du kannst doch tun, was dir Spaß macht, ja. Also und so sehe ich, also und das meine ich gar nicht bösartig im Sinne von get alive, sondern ich muss immer so ein bisschen lachen, weil ich so denke, ey, du weißt schon, dass auf dem anderen Dancefloor irgendwie gerade die Sterne laufen, so, ich komme da nachher auch nochmal rüber, super cool, aber du musst, wenn du Shakira nicht magst, hier gerade nicht, das ist dir schon klar und du weißt, dass es 227 Kanäle gibt und dass alle das gerade über dich denken. Keiner denkt so, boah, wie cool ist der denn, der ist mega unabhängig und der hat so seine eigene Meinung, sondern alle denken so, hast du kurz auf die große Uhr da geguckt, die da oben hängt und wo steht deine persönliche Lebenszeit? Die läuft, ne? Also das ist, da kommt zum Schluss keiner und sagt, wenn du sagst, sorry, ich wusste nicht, dass man auch mitmachen muss. Sagt er, ah cool, kriegst du noch mal ein extra Leben. Nee, ist irgendwann halt vorbei. Also du müsstest jetzt irgendwann mal an den Punkt kommen,
wo du entscheidest, worauf du Lust hast. Und die gute Nachricht ist, gibt voll viele Sachen. So. Aber das lebst du ja total vor. Also ich finde auch in dem, was du machst, ne, das ist auf der einen Seite, das finde ich ja, es gibt ja ganz wenig, die das so wie du geschafft haben, einerseits wahnsinnig Tokotronic zu sein und aber dann auch wahnsinnig Shakira zu sein. Ne? So auf dem die Indie-Nora zu sein, mhm. der man aber auch nicht, also wo man denkt, ja, wieso jetzt kein Ohrhasen und zwei Ohrküken? Aber ist ja auch irgendwie, ja, morgen ist sie dann halt ja wieder bei Tokotronic. Mhm. Und irgendwie das ist, das trauen sich ja auch sehr wenig so. Und ich finde, das ist, ich habe völlig, zum Beispiel in der Vorbereitung, habe ich völlig, ja, stimmt, die hat ja bei Kein Ohrhasen mitgespielt. Krass, also das denkt man. Ja, Moment mal, und vor allen Dingen, und das vergessen die Leute, ich war der Marienchenkäfer Marini in der Sesamstraße. Das kommt mir ja oft viel zu kurz. Das ist persönlich meine Lieblingsrolle. Aber egal. Aber du weißt, was ich meine, ja. glaube ich. Ne? Aber das Ding ist, ich muss es präzisieren, weil vielleicht sehen wir es in der Öffentlichkeit nicht so viel, obwohl wir sehen es schon auch bei Leuten, aber so. Aber ich sehe das im Leben bei ganz vielen Leuten. Und das nicht unbedingt bei Schauspielern jetzt nur oder sowas, aber ich sehe, diese Leute gibt es überall, wo du so denkst, warte mal ganz kurz, jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe dich. Also ich habe das nur, auch auf dem Land, wo ich teilweise wohne, wo da Leute einfach sind die krassen Hardcore-Mega-Bauarbeiter und dann ist aber Helene Fischer atemlos durch die Nacht, da heulen die halt. Und dann finden sie aber auch, wenn auf dem Dorffest Paul Kalkbrenner läuft, das auch so. Also die einfach sagen so, keine Ahnung, das Leben ist ein bunter Farbkasten, jeden Tag suche ich mir was Neues. Ich sehe das ganz viel. Liegt aber natürlich auch daran, dass ich mir so eine Leute immer mehr, wie das meine ich. Also ich kenne das nur so. Mhm. Und das sind die Leute, von denen ich mich auch angezogen fühle, die eben nicht in irgendeinem festen Ding fahren, sondern die so aus der Spur gehopst sind. Gleichzeitig muss ich auch sagen, dieses auf einer festen Schiene fahren, ist nichts, wo ich die Augen drüber rolle, weil das ist ein evolutionärer Imperativ. Ist so. Guck mal, wenn jeden Morgen 25 Leute in der Höhle aufgewacht wären und 25 Leute hätten gesagt, so Leute, wollen wir heute alles neu machen, der Mai, heute machen wir mal ganz neu. Die sind halt ausgestorben alle. Diese Gruppenzusammenstellung ist ausgestorben, weil heute wollen wir mal gucken, ob der Säbelzahntiger kitzlig ist. Why not? Think out of the box. Boom, tot. Dieser Schrank der Evolution weg so. Das heißt, wir sind ein System, also ein Teil von uns allen trägt die Gruppe und das System mit. Und das ist auch total in Ordnung so. Und deswegen entstehen diese Szenen mit der Hase kommt seit 20 Jahren nach dem dritten Refrain. Das ist alles Wahnsinn, was wir machen. Also das ist nichts, wo ich denke, boah, sind sie Idioten, sondern ich denke uns, meine menschlichen Mitfreunde, lustig, da ist wieder jemand kurz auf der Spur hängen geblieben und fährt immer wie so ein Roboter gegen die Wand gerade. Und dann muss ich nicht sagen, boah, was für ein idiotischer Roboter, sondern ich kann hingehen und sagen, hallo, guck mal da, ein Vogel. Dann springen die meisten raus und finden das ganz schön. Mhm. Das heißt, du musst da jetzt auch nicht so, also du kommst mit diesem, die sind so und ich bin, oder wir hier, das hat mich schon immer genervt. Das nervt mich auch heute noch. Es nervt mich in der Parteipolitik, dieses Abgrenzende. So, boah, ist das ein Idiot, weil oder so. Funktioniert für mich noch nie. Und so, und deswegen macht das einfach Spaß, sich gegenseitig dabei zu helfen, zu sagen, oh cool, wann wollen wir Gruppe sein, wann muss was laufen? Mhm. Und wann traut man sich, einfach mal kurz rauszuhopsen und zu sagen, ah cool, nochmal ne, mitbesprechen. Aber dann muss ich nicht im Krieg zu Leuten kommen und ich muss mich auch nicht aufdrängen. Ich kann nur irgendwann sagen, sag mal ganz kurz, du läufst jetzt seit einer Stunde gegen diese Wand immer mit dem Kopf, hast du Spaß? Und wenn dann jemand sagt, Spaß, was, als ob es um Spaß geht, ich sage, ach so doch, das geht, aber du kannst kurz Pause machen, so, dann kann ich dem Freund sein, weißt du, das haben mit mir auch Leute gemacht, ich bin auch dieser Roboter gewesen, so, und darum geht's nur, dass man sich gegenseitig hilft und sagt, wir haben diese Mauer, ne, wir hatten das irgendwann mal beschlossen, wir haben jetzt gemerkt, wir haben auf der anderen Seite schon wieder Hammer ein Loch gemacht, du könntest jetzt theoretisch kurz Kaffeepause machen, ach so, okay, so, das ist doch das, wie man sich so hilft, ne. Also ich würde, am liebsten würde ich jetzt so hier vor unserem schönen Hotelzimmer, würde ich jetzt am liebsten ein Lagerfeuer machen, dich da hinsetzen und sagen, so Leute, die Frau Tschörner, die sitzt jetzt hier mal so ein paar Stunden, kommt mal vorbei. Die kann auf jeden Fall, die hat für jeden eine kleine Tablette. Genau, aber das ist, wie gesagt, die Tabletten haben wir ja alle wirklich, wirklich gegenseitig füreinander. Und der Dorfältestenrat ist eben auch nicht der Dorfältestenrat, weil da irgendwie drei Sonnenkönige sitzen, sondern weil das eine Gruppe ist und weil die wieder, ne, das ist wirklich ein gegenseitiges. Wir sitzen mit dir noch, also wenn ich jetzt sagen würde, hier, ich mache jetzt wir biegen jetzt mal so Richtung Ende ab, aber wenn ich jetzt so ein Lagerfeuer machen würde und sagen würde, so, du sitzt jetzt mal da
Und was sind noch zwei Leute, die links und rechts oder rechts und rechts? Also ich würde zum Beispiel schon mal gleich sagen, ich weiß ja nicht, ob ich am Dorfältestenrat sitze. Also da würde jeder auch woanders, weißt du? Ich setze dich jetzt hin. Du setzt mich du jetzt bist hin. Jetzt einfach, also das ich würde würde sagen. Ich schon mal, das kann als Dorfältester kann man sagen, da kann man vielleicht dienstags würde ich da mal sitzen und donnerstags würden da aber schon wieder andere Leute sitzen, von denen ich auch lernen muss. Also ich glaube nicht an dieses so. Nee, und wer sitzt die Dienstag mit dir da? Nola. Irgendwann haben wir angefangen mit uns selbst zu dienen. Also für mich sitzt ganz klar Jeanette Hein zum Beispiel mit da. Wer ist das? Das ist eine. Wer ist Jeanette Hein, Alter? Du musst mal wirklich deine Hausaufgaben machen. Nein, das ist zum Beispiel das Geile. Jeanette wäre original nie beleidigt, wenn jemand sagen würde, wer ist Jeanette Hein? Jeanette Hein ist eine Schauspielerin aus Deutschland. Und trotzdem, ein total cooler Typ. Nein, die ist Jeanette ist eine Person, die ich fantastisch finde und die von der ich sehr viel lerne. Und die ich extrem liebe. Und wir, also das ist so gegenseitig, ne? Wir lernen voneinander extrem viel. Dann würde definitiv Anke Greifeneder mit da sitzen. Die ist die inhaltliche Chefin von TNT, die für 4 Blocks verantwortlich ist und einer der tollsten menschlichen Wesen, auf die man so Zugriff hat. Die jetzt auch gut mit Banden verhandeln kann. Ja, das ist auch sehr, das ist, und vor allem ist es, ja, egal, Anki ist, bin mega Fan von Anki, weil Anki auch so krass unterschätzt wird von so Leuten. Mhm. Die denken dann alle so, ah, hier, und dann, wenn die so mitkriegen, dass sie das inhaltliche Brain, das ist so eine ganz freundliche, lustige, so, ne, also die ist überhaupt nicht aufdrängend Person und wird so mega verschätzt, weil das ist wahnsinnig lustig. Und ist halt einfach so der Dude einfach. Mhm. Wer würde da noch sitzen? Ja, das sind schon mal so zwei Leute. Grönemeyer, wie sofort. Grönemeyer kann in der Mitte sitzen. Nein, das ist doof, das ist Feuer. Grönemeyer muss. Also Grönemeyer wäre dann immer donnerstags da, wenn ich mal Fragen komme. Ist das jemand, den du anrufen kannst und sagen kannst, nee. Herbert? Nee. Nee. Aber ist ja egal. Du sagst ja gerade, ich darf doch diesen Rat basteln. Ja, okay. Der würde definitiv da sitzen. Und es gibt einen Zen-Master, den ich sehr liebe, einen Amerikaner, Leo Babauta, den ich total schätze. Und der eine Sprache hat, jeder muss ja so seine Lehre auch finden. Ne? Es gibt nicht bei jedem funktionieren die gleichen Arten von Sprache, locken irgendwie an. Und das ist jemand, der extrem, Jesper Juhl, Familientherapeut, würde da sitzen, den ich fantastisch finde. Katja Saalfrank, die ehemalige Supernanny, würde 1000%ig da sitzen. Das wären erstmal so Leute, die mir einfallen, ja. Ich habe noch 3 sehr schnelle Fragen fürs Ende. Mhm. Gelb, Katze, Toyota, Karibik. Gibt's, glaube ich, nicht, aber ist auch egal. Ja. Du hast erst schon von den Büchern erzählt, den Selbsthilfebüchern. Und deswegen würde ich am Ende gerne noch einen Buchtipp haben, wenn man so dacht, so ein Buch, was du gerne verschenkst, wo du sagst, da ist jemand vielleicht gerade zu sehr auf der Spur oder zu sehr neben der Spur. Was ist in einem Buch, was man dann lesen kann? Finde ich ganz schwierig, weil es gibt so Bücher, ich glaube, ich würde, wenn jemand wirklich richtig neben der Spur ist, würde ich erstmal darauf gehen, dass es dem einfach nicht gut geht und würde jetzt gar nicht, also da würde ich dem eher empfehlen, sich Kimi Schmidt anzugucken auf Netflix, damit er erstmal das Gefühl hat, ist alles nicht so schlimm. So. Was ich sehr liebe, ist tatsächlich Nein aus Liebe von Jesper Juhl. Das ist, glaube ich, also das wäre jemand, von dem ich verschenken würde. Wer auf jeden Fall noch an dem Feuer sitzen muss und der definitiv, von dem ich alle Bücher verschenken würde, sofort, ist Alain de Botton. Das ist, also ohne den geht das alles überhaupt gar nicht, klar. Gründer der Schule des Lebens, School of Life hat er gemacht auch, ne? Genau, ja. Genau. Und ist ja immer noch, also das ist, also da habe ich mich mein ganzes Leben lang gefragt, warum es sowas nicht gibt und bin wahnsinnig froh, dass das jetzt gecovert ist. So, also den finde ich fantastisch. Und von dem würde ich zum Beispiel Bücher verschenken, verschiedene. Also je nach Thema. Hast du so und sowas. Was dir so. Boah, ganz ehrlich, da kannst du eigentlich reingreifen und hast einfach einen Zugewinn. Aber ich glaube so, das kommt dann darauf an, wie weit jemand schon im Prozess ist. Also wenn jemand sich zum ersten Mal mit bestimmten Sachen beschäftigt, würde ich dem, glaube ich, nicht Der Lauf der Liebe schenken, weil das den einfach total runterzieht, sondern würde vielleicht da erstmal einen Podcast mit dem empfehlen und sowas. Aber ja, also so, der bei eigentlich alles von Alain de Botton, Kracher, Jesper Juhl, Kracher. Und ansonsten, wenn man einfach nur Bock hat, Spaß zu haben, ja sowieso immer alles von Wolf Haas.
Ja. Einfach mal für. Die Brennerkrimis. Genau, sehr, die Brennerkrimis, das ist doch immer schon super. Aber ich bin wirklich in fiktionalen Büchern empfehlen nicht besonders gut, weil ich einfach immer so eine Sachen lese und mich das so und die fiktionalen Sachen oder Sachen, die so dieses fiktionale Zentrum auch eher triggern bei mir, die laufen dann auf meinem Nuri-Lebens-Netflix ab. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Also ich lerne gerade was, was ich noch nicht gut genug kann, aber schon ganz gut kann. Das ist der Umgang mit Tieren. In bestimmten, also ich bin da relativ gut drin, aber ich bilde mich da gerade in einer bestimmten Art weiter und aus. Mhm. Wie sage ich dir Bescheid, wenn es fertig ist? Sieht aber schon ganz gut aus, was ich gesehen habe. Ja. Ich glaube, was ich... doch, weißt du was, noch weit, also da bin ich schon relativ gut drin, aber in Themen, in denen es mir wichtig ist, während ich darüber rede, nicht komplett auszubrennen schon. Also im Sinne von, ich werde, du siehst das ja, ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch, als ich reinkam. Ich auch. Und bin dann auch so, also da vielleicht nochmal 2, 3 Atmer mehr einzubauen, wäre jetzt mal so ein Tagesziel zum Beispiel. Ach, ich finde das gut. Und außerdem Hackbraten. Und naja. Und die allerletzte Frage, ich habe eine sehr, sehr große Plakatwand für dich. Das ist immer die letzte Frage. Und da, die ist am Alexanderplatz, die Plakatwand, können wir uns vorstellen. Und da steht ein Satz oder ein Wort von dir drauf. Und du darfst entscheiden, was da drauf steht für eine Woche sichtbar. Ja, beste Satz aller Zeiten. Meine Damen und Herren, Sie stehen nicht im Stau, Sie sind der Stau. Ist der von dir? Nee, der ist von, ich weiß nicht, das war irgendein Schild, was wir mal als Familie gesehen haben und den fanden wir so zutreffend, dass der sich seitdem als, mega gut. Als das ist so ein bisschen, das kommt, da kommt man weit. Wenn man den durchdrungen hat, kommt man, in vielen Situationen verbieten sich dann bestimmte Sachen von selbst. Und dann, das ist, Steht der irgendwo bei dir zu Hause auch? Nee, der steht geschrieben in meinem Herzen, in so einer, gotischen Schrift, die reintätowiert. Ich überlege gerade, ob ich dir das, also ich finde ja so Motivationssprüche in Büros ganz schlimm, aber ich überlege dir ganz, wir haben so eine weiße Wand. Ja. Und das ist echt mega Spruch. Das ist schon ganz dafür. Gut, ne? Ich weiß nicht wirklich nicht mehr, woher der kam, aber der bringt Sachen so auf den Punkt. Super geil. Ja. Liebe Dorfälteste, vielen herzlichen Dank. Oh Gott, hör auf, du. Ja, du, da nicht für, wenn du mal wieder ein Problem hast. Ich habe wirklich hier so. Immer dienstags. Ich habe so 3 Zettel voll, ne? Und ich habe, glaube ich, wirklich also 2 Fragen davon gestellt. Also, weil ich aber auch durchgelabert habe. Weißt du noch, wie du damals gesagt hast, beim Podcast, da kann man sich ein bisschen Zeit nehmen. Und ich in einem stillen Kämmerchen in meinem Gehirn dachte: Problem. Toi, toi, toi. Für uns alle. Ja. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank an Nexible und an Heinigen für den Support und auch an Jan Köppen für die Musik. Und wie immer gibt es am Ende einen kleinen Podcast-Tipp zum Weiterhören. Und heute gibt es 2 Podcast-Tipps. Wir sprechen ja im Gespräch über Katja Saalfrank. Und mit Katja Saalfrank habe ich einen Podcast. Familienrat nennt sich der Podcast. Und da sprechen Katja und ich über Beziehungen zu Kindern. Ich frage Katja eure Fragen. Manchmal hake ich da noch mal ein bisschen nach und Katja beantwortet diese Fragen. Und dann gibt es noch einen zweiten Podcast, apropos Fragen. Und zwar hat der ehemalige Podcast-Gast Paul Ripke, lebend in Kalifornien, jetzt auch einen eigenen Podcast, also den zweiten. Er hat ja schon einen mit Joko Winterscheidt, jetzt hat er einen ganz, 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 ganz eigenen, der nennt sich Better Call Paul, super Name. Und da kann man einfach anrufen, bei WhatsApp, glaube ich, geht das. Und seine Fragen schicken, eure Fragen schicken. Das Ganze ist allerdings auf Englisch, weil Paul international berühmt ist. Und ich kann aber sagen, ich habe, als ich in Kalifornien war, sehr oft Paul angerufen und hatte irgendwelche Fragen zu ganz verschiedenen Themen. Und ich kann sagen, der Typ hat auf jede Frage eine Antwort. Also hört da unbedingt mal rein. Better Call Paul, überall da, wo es Podcasts gibt, schickt ihm Fragen. Da freut er sich sehr drüber, das weiß ich. Und dann würde ich sagen, wir hören uns hier wieder in einer Woche. Und ich versuche das jetzt nämlich gerade, dass ich jede Woche Mittwoch einen neuen Podcast veröffentliche. Habe ich mir vorgenommen für dieses Jahr. Mal gucken, ob ich es schaffe. Noch sieht es ganz gut aus. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.